Bündnis 90 Die Grünen, Uwe Kikkeritz. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es jetzt oft genug gehört, 0,7 ist erreicht oder vielleicht auch nicht erreicht. Die Freude darüber, die gönne ich Ihnen. Wir sollten aber trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass wir wirklich in der schwersten wirtschaftlichen Krise angekommen sind. Wir hier in Deutschland, wir bekämpfen diese Krise mit einem 100-Milliarden-Programm. Das ist gut so, das ist richtig, findet auch unsere Unterstützung. Doch was machen die Länder des globalen Südens, die eben keine Corona-Soforthilfe, Kurzarbeitsgeld, Lohnfortzahlung, Konjunkturpakete auflegen können? Wir alle kennen die Folgen, wir kennen die ökonomischen und damit auch die humanitären Konsequenzen. Und es ist schon gesagt worden, sie sind katastrophal, sie sind verheerend. Die Fragilität der Länder nimmt zu. Länder könnten auch kollabieren. Deshalb ist unsere Solidarität gefragt. Offensichtlich will diese Regierung über den BMZ-Etat zukünftig kaum mehr zu diesen Lösungen beitragen. Denn, das wurde auch schon diskutiert, sie planen mittelfristig eine Reduktion von 25%. Mehr Aufgaben, mehr Anforderungen, weniger Mittel. Das heißt, sie verabschieden sich aus diesem Bereich. Mit Verlaub, das ist ein grob fahrlässiger Ansatz. Wie viele Beispiele braucht diese Regierung eigentlich noch, damit sie erkennt, dass zusammenbrechende Staaten für uns die teuerste Alternativen sind? Und für die betroffenen Menschen sind sie die brutalsten Alternativen. Hunger, Armut, Vertreibung, verlorene Perspektiven. Ich finde es auch geostrategisch einfach naiv, einen möglichen Zusammenbruch nicht mit allen möglichen Kräften und Mitteln verhindern zu wollen. Die Situation verschärft sich global. Die finanzielle Situation der vieler Länder des globalen Südens ist einfach eine Katastrophe. Und alle Finanzanalysen zeigen uns klar, dass das Allzeithoch der Verschuldung dieser Länder durch die Pandemie noch weiter nach oben katapultiert wird. Die Zahl der Hungernden droht auf 1 Milliarde zu steigen. Und das ist eben auch die traurige Wahrheit. Nicht das Virus allein tötet, auch die Verschuldung tötet. Und deshalb war das Schuldenmoratorium der G20 richtig, aber es hat einen entscheidenden Geburtsfehler. Kein einziger privater Gläubiger ist Teil dieser Initiative. Und was bedeutet denn das konkret? Staatliche Kredite werden durch ein Moratorium nicht mehr bedient. Die Länder erhalten so dringend benötigte Liquidität. Das ist auch der Plan dahinter und das ist auch gut. Aber die privaten Gläubiger bestehen auf die Bedienung ihrer Schulden. Und die Liquidität, die wir durch das Moratorium geschaffen haben, fließt in den Geldbeutel der Privaten. Kurz gesagt, Staaten finanzieren und die Privaten kassieren. Und deswegen brauchen wir ein neues Moratorium, aber eines, das wirkt. Ein Moratorium ohne Beteiligung der privaten Gläubiger darf es zukünftig in der Regel nicht mehr geben. Denn nur dann haben die Menschen vor Ort etwas davon. Und dem Friedrich Merz und seinen Fans hier in diesen Reihen sei eigentlich klar mitgeteilt, die Privaten und die BlackRocks dieser Welt, denen muss nicht geholfen werden. Allerdings brauchen wir endlich eine dauerhafte, wirksame Lösung bei Überschuldung. Eine Lösung, die auch dazu beiträgt, dass Überschuldung grundsätzlich erschwert wird und nicht mehr zu einem risikofreien Glücksspiel für korrupte Eliten und Investitionshasardeuren verkommt. Dazu muss die Bundesregierung ihren Widerstand gegen ein Staatsinsolvenzverfahren aufgeben. Das Problem lässt sich nicht aussitzen. Die Kanzlerin muss aus ihrem Aussitzmodus diesbezüglich endlich rauskommen. Und die Gelegenheit ist ja zurzeit da. Wir stehen kurz vor der Jahrestagung von Weltbank und IWF. Machen Sie endlich frei den Weg und stellen Sie sich dort an die Spitze einer nachhaltigen und geordneten Entschuldungsinitiative. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Uwe Kikkeritz. Danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Peter Stein.